So, liebe Freunde, jetzt bin ich hier in Österreich in meinem Hotelzimmer und wollte mit euch natürlich, wie ich es versprochen habe, noch meine Nachtgedanken mit euch teilen. Und mir ist heute etwas aufgefallen am Flughafen in Köln, was mich wirklich zum Nachdenken angeregt hat. Und das ist eine Sache, die ich für mich sehr, sehr gerne ändern möchte. Und ich würde mir wahnsinnig wünschen, wenn ihr das für euch auch irgendwie verändern könnt. Mir ist aufgefallen, dass die Menschen viel zu tun haben. Mir ist aufgefallen, dass die Menschen nach links rennen, nach rechts rennen. Mir ist aufgefallen, dass jeder für sich ist. Dass es gar keinen Gemeinsamen mehr gibt. Und irgendwie kriege ich das Gefühl nicht los, dass das mit ein wirklich, wirklich großer und wichtiger Punkt ist, warum da draußen so viel los ist bei so vielen Menschen, dass sich so viele Menschen sehr einsam fühlen, dass sie verloren haben und vergessen haben vor allen Dingen, dass wir alle irgendwie zusammengehören, dass wir nur gut sind und stark sind, wenn wir alle eins sind. Ich habe das Gefühl, dass jeder Mensch für sich selbst kämpft. Wisst ihr, ich habe das Gefühl, dass jeder Mensch nur an sich denkt, sich abschottet, irgendwie, als ob er so Scheuklappen anhat und gar nicht mehr nach links und rechts guckt und Menschen von Neid zerfressen sind, dass keiner mehr dem anderen irgendwie was gönnt, dass keiner mehr dem anderen irgendwie vertraut, in keinster Art und Weise, dass es einfach gar keinen Zusammenhalt mehr gibt. Und ich bin so sicher, wenn wir das nicht mehr hinkriegen, dass die Menschen wieder zusammenhalten, dass wir wieder zusammengehören. Der eine ohne den anderen gar nicht existieren kann, dass wir alle eins sind. Und deswegen wünsche ich mir von Herzen, dass wir uns alle mal darüber Gedanken machen. Einfach, dass wir wieder mehr Vertrauen in andere Menschen haben, dass wir auch anderen Menschen wieder etwas zutrauen, dass wir alle einfach wieder eins sind, dass wir etwas gemeinsam machen und uns auch gemeinsam fühlen, dass man sich nicht direkt die Hände wäscht, weil man irgendjemanden berühren musste, sondern dass wir alle einfach nur gemeinsam stark sind. Ich werde mir heute mal darüber Gedanken machen und vielleicht machst du es dir auch. Das wäre toll. Schlaft gut, eine gute Nacht. Und morgen wird Wien gerockt. Und da sind wir alle eins und alle gemeinsam. Da freue ich mich drauf.